Als König der Norischen Alpen erhebt sich der Schneeberg weit sichtbar über das weite Land. Mit 2075 Metern ist er der höchste Berg Niederösterreichs. Seit 112 Jahren fährt die Schneebergbahn hier auf erstaunliche 1800 Meter hinauf. Herzlich willkommen bei der Niederösterreichischen Schneebergbahn. Begleiten Sie uns auf eine Reise von Buchberg am Schneeberg bis zu unserem Bergbahnhof Hochschneeberg. Abfahrt auf 577 Metern Seehöhe in Buchberg am Schneeberg. Wir fahren mit dem Nostalgie-Dampfzug wie anno dazumal. Ein Erlebnis nicht nur für Eisenbahnfans. Die Bergbahn wurde zu Zeiten Kaiser Franz Josefs errichtet und sie ist in Wahrheit auch 110 Jahre auf dem gleichen Stand geblieben, außer dass im Jahr 1999 unsere neuen Salamanderzüge angeschafft worden sind. Die Salamanderzüge der Schneebergbahn verkehren von April bis Oktober täglich. Der Nostalgie-Dampfzug fährt an Sonn- und Feiertagen von Juli bis September und auf Bestellung. Die Trasse der Zahnradbahn führt durch Wälder und über Almen in ein Bergparadies, das auch im 21. Jahrhundert nichts von seiner Ursprünglichkeit verloren hat. Wir erreichen in Kürze die Bedarfshaltestelle Hauslichtsattel. Wir haben nun fast ein Drittel unserer Strecke zurückgelegt und bereits eine Seehöhe von 830 Meter erreicht. Hier befindet sich unsere erste Ausweiche. Der Salamander braucht für die Strecke 50 Minuten, die traditionsreichen Dampfzüge ca. 80 Minuten. Das ist eine Zahnrad-Dampflokomotive, eine Nassdampflokomotive, die ist 1900 gebaut worden, genau 1900, ist mittlerweile 109 Jahre alt. Sie hat ca. 200 PS und sie heißt Buchberg. Die Schwierigkeit ist die, das Zusammenspiel zwischen Heizer und Lokführer und das Zusammenspiel zwischen Feuer, Kesselwärme und Kesseldruck und das Wasser im Kessel. Für die Kundenbetreuung und den reibungslosen Ablauf des Fahrgastwechsels sind die Fahrtbegleiterinnen zuständig. Das heißt, ich muss aufpassen, dass alle Türen geschlossen sind, beziehungsweise muss ich sie selber auch wieder öffnen. Ich muss darauf achten, wenn Leute Fragen haben etc., dass ich ihnen helfe. Dann gibt es aber auch noch betriebliche Aufgaben. Das heißt zum Beispiel, dass ich auf die Zahnstangen achte, dass nichts im Weg liegt. Da muss ich Ansagen machen. Das heißt, die einzelnen Stationen, das geht nicht automatisch beim Dampfer, das muss ich selber machen. Eine kulinarische Besonderheit bietet sich beim Zwischenstopp an der Haltestelle Baumgartner. Unser Salamanderzug hat hier einen kurzen Aufenthalt von ca. 5 Minuten. Ein kleiner Geheimtipp, genießen Sie eine Buchtel mit Powidl oder Toffee. Die erste bauliche Neuerung seit den Anfängen im 19. Jahrhundert erfolgte im heurigen Sommer mit der Eröffnung des neuen Bergbahnhofs an der Haltestelle Hochschneeberg. Übrigens der höchste Bergbahnhof Österreichs. Ja, unser neuer Bergbahnhof ist eine große Erleichterung für unsere Fahrgäste und auch für unsere Mitarbeiter. Wenn Sie sich vorstellen, wir hatten die letzten 110 Jahre eine alte Station ohne Bahnsteige, ohne Bahnsteigdach, ohne geeignete Unterstandsmöglichkeit bei schlechtem Wetter. All das haben wir jetzt und noch dazu auch ein architektonisch wirklich hervorragendes Gebäude. Also wir sind sehr froh, dass wir unseren neuen Bergbahnhof haben. Der neue Bergbahnhof verbindet modernes Kundenservice mit dem traditionellen Bergerlebnis. Wir befinden uns hier in 1800 Meter Seehöhe, die Endstation der Schneebergbahn, direkt vor unserem neuen Bergbahnhof Hochschneeberg. Von hier aus können Sie zahlreiche Wanderwege beginnen. Wir begeben uns jetzt auf die Wanderung zum nahegelegenen Dambeckhaus, welches sich in 20 Minuten Gehzeit leicht vom Bergbahnhof Hochschneeberg erreichen lässt. Wanderungen auf dem Hochplateau des Schneebergs stellen keine allzu hohen bergsteigerischen Anforderungen und bieten einen phänomenalen Ausblick. An die 80 Kilometer Wanderwege und Alpinsteige stehen rund um Buchberg zur Verfügung.
Der Schneeberg ist ein sogenannter Plateauberg. Das heißt, Sie steigen bei uns in 1800 Meter Seehöhe im Bergbahnhof aus und haben dann noch zwei Doppelgipfel des Schneebergs vor sich, die knapp über 2000 Meter hoch sind. Das heißt, Sie können bequem 250 Höhenmeter gehen, ohne dass Sie jetzt großartig noch bergsteigerisch bewandert sein müssen, und können aber dennoch den höchsten Gipfel oder die beiden höchsten Gipfel von Niederösterreich ersteigen. In rund einer Stunde Gehzeit. Für eine erste Zwischenstation auf dem Wanderweg bietet sich das Dambökhaus an. Wir haben auf unserem Schneeberg drei hervorragende Gastronomiebetriebe. Gleich wenn Sie ankommen, das Hotel Hochschneeberg, das genauso alt ist wie unsere Bahn, nämlich 112 Jahre und entsprechend nostalgisch auch anmutet. Aber wir haben auch das Dambökhaus mit hervorragender Hausmannskost und die höchstgelegene Hütte in Niederösterreich, die Fischerhütte. Da muss man sich die Jause auch schon verdienen durch den Aufstieg, aber sie werden dort bestens versorgt vom Wirtsehepaar. An der Schneebergbahn kommt auch die Kunst nicht zu kurz. An der Haltestelle Hengsttal bietet die Galerie Focker des gleichnamigen Spontanrealisten zeitgenössische Malerei. Meine Galerie ist sicher die einzige Galerie auf der ganzen Welt, was einen eigenen Bahnhof hat, ja, übertrieben gesagt. Und zustande gekommen ist es aus dem Grund, weil mich ich vergrößern musste, weil mir mein Atelier zu klein wurde. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir gleich was Ordentliches. Daraus wurde dann ein größeres Atelier mit einer kleinen Galerie dazu. Dann ist der Chef der Schneebergbahn gekommen, der Dr. Stindl. Und ich arbeite sehr viel mit ihnen zusammen, habe viel gestaltet für die Schneebergbahn, und er hat dann gesagt, wenn du eine Galerie baust, du bist direkt an der Zahnradbahn, machen wir einen eigenen Bahnsteig. Ist für uns eine tolle Geschichte und für die sicher auch. Und so ist dann dieses Projekt entstanden. Ich habe vor circa 2 Jahren eine eigene Richtung kreiert, die heißt Spontanrealismus. Ich bin ein Maler, ein gegenständlicher Maler, der was aber doch sehr dynamisch und sehr emotional malt und sehr spontan das umsetzt. Und dadurch hat sich dann dieser Titel Spontanrealismus entwickelt, aus der Not heraus, weil ich natürlich ständig gefragt hätte, wie malst du? Und ich wollte mit nicht da einen Vergleich mit anderen Malern, sondern sagen, ich bin der und so male. Und das nennt sich eben Spontanrealismus. Ja. Wir haben 130.000 Fahrgäste im Schnitt im Jahr. Natürlich den Schneeberg besuchen noch mehr Leute, die unsere Bahn auch gerne ansehen. Aber wir sind stolz darauf, dass wir zu den 10 größten Ausflugszielen in Niederösterreich gehören. Und wir sind auch Top-Ausflugsziel im Reigen der 40 besten Ausflugsziele in Niederösterreich. Die Region Schneeberg hat viel zu bieten. Und im Zentrum stand und steht die Schneebergbahn. Mit dem neuen Bergbahnhof, der vom Land Niederösterreich und den ÖBB mitfinanziert wurde, ist jedenfalls für zeitgemäßes Kundenservice gesorgt.